HC Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute ein kleines Abschlussreview zum 1:8er Apsima Yucatan. Ich hatte das Fahrzeug jetzt im Haus, ich habe es ja schon im Unboxing erwähnt, ausgeliehen vom Oberland RC. Shoutout, vielen herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle an dich, lieber Daniel, dass ich das Fahrzeug so ausgiebig testen durfte. Ich habe ja einmal das Unboxing gemacht mit der Testfahrt, war dann zwischendrin auch mal noch ein bisschen für mich beim Fahren, habe ein paar Eindrücke von dem Fahrzeug gesammelt und heute werde ich die einfach euch in dem Video etwas mitteilen. Wir reden über das Fahrzeug und ich habe mir jetzt vorgenommen, bevor ich das Fahrzeug zurückgebe, auch noch ein kleines Hands-on-RC zu machen, da ich ja mit dem Fahrzeug ein bisschen auch durch Wasser gefahren bin und ich nicht möchte, dass jetzt der Daniel, wenn er das Fahrzeug wieder in Empfang nimmt, dann irgendwas nacharbeiten muss oder unschöne Fahrgeräusche hat, weil es ist ja schließlich auch der Beginn mit diesem Fahrzeug, auch für ihn. Und wir schauen einfach mal in die Portalachsen rein, was da so los ist und werden mal einen kleinen Blick ins Differential werfen. Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Jetzt auf dem Tisch vor uns, wie gesagt, der ein bisschen eingefahrene und noch leicht feuchte Apsima Yucatan. Bisschen Kondenswasser noch auf der Scheibe, weil ich habe ihn, wie gesagt, sauber gemacht, bin mit ihm ja auch ein bisschen gewassert, durch Pfützen gefahren und das Ganze muss jetzt einfach noch im Innencockpit etwas austrocknen. Aber an der Stelle alles gut, er wird ja noch nicht verpackt, er steht deswegen noch zum Trocknen draußen. Bis der dann auf Reise geht, ist das auch erledigt. Und was gibt es zu dem Fahrzeug zu berichten? 1:8er Crawler machen sehr viel Spaß. Wirklich. Tolle Geschichte. Ich hatte jetzt wirklich viel Spaß mit dem Fahrzeug draußen beim Fahren. Und ja, vielleicht hat es der ein oder andere auch erlebt. Wir haben dann auch den ein oder anderen Stunt mal gemacht mit dem Yucatan. Und der ist auch gut gelaufen soweit. Alles cool. Witzigerweise bei dem Skaterpark-Jump, den ich gemacht habe, da ist nichts passiert mit dem Fahrzeug. Ich hatte aber eine andere Situation. Da wollte ich so ein bisschen Slow-Motion-mäßig durch einen Laubhaufen durchfahren. Also so ein kleiner Blätterhaufen, der einfach am Boden lag und das wahrscheinlich schon ein paar Tage. Und es hatte an dem Tag vormittags geregnet, das Ganze war ein bisschen feucht und ich habe das irgendwie nicht ganz bedacht. Und natürlich war das kein loser Haufen Blätter in diesem Moment, sondern es war dann einfach ein kleiner Kicker. Und ich bin auf den Laubhaufen zugefahren und habe dann, ja, leider den Laubhaufen gut getroffen. Nur hat der Laubhaufen ist nicht dem Fahrzeug gewichen, sondern er hat einfach, wie gesagt, das Fahrzeug auf die Seite gelegt. Und bei dem Crash habe ich dann vorne hier am Fender ein bisschen Lack abgenommen und auch hinten ist ein bisschen Lack abgenommen, zudem, dass natürlich oben bei dem Dachgepäckträger ein paar Farbe reingekommen sind. Was ich mir jetzt aber tatsächlich vorgenommen habe, neben dem, dass ich sein Fahrzeug ja wieder hübsch machen will, auch von Schmutz befreit habe, ich möchte mir einfach die Portalachsen anschauen, deswegen seid ihr heute auch mit dabei im Video. Wir gucken einfach mal gemeinsam rein, was uns da erwartet und werden auch einfach mal in die Differenziale reinschauen, weil auch da ist mir bereits nach dem Unboxing aufgefallen, dass einfach die Fahrgeräusche relativ laut waren und ich daher davon ausgehe, dass einfach relativ wenig Fett drin war und ich möchte das Fahrzeug jetzt nicht zurückgeben, mit unter Umständen sogar dann schon angerosteten Bauteilen. Also das heißt, klar, bei den Schrauben kann ich dann nichts machen. Ich gehe stark davon aus, die werden jetzt auch noch nicht zum Problem werden. Aber wie gesagt, wenn jetzt Wasser in die Portalachsen reingekommen wäre, dann muss ich das prüfen, will ich das prüfen, dann wird es auch nachgefettet und dann kriegt der Daniel auf jeden Fall mal ein nachgearbeitetes Fahrzeug und mit Sicherheit einen besseren Zustand wie Ready to Run. Weil das ist mir tatsächlich aufgefallen, da wurde ein bisschen gespart mit den Schmiermitteln. Und ja, wir würden jetzt einfach mal anfangen. Ich schraube mal im Schnellverfahren die Portalachse auseinander. Im Prinzip als erstes müssen wir den Alu-Radmitnehmer runternehmen. Danach haben wir 4 Schrauben außen an der Portalachse. Die werden wir öffnen und dann können wir wahrscheinlich das Außengehäuse schon runternehmen. An der Stelle etwas einfacher heranzukommen, wie jetzt beispielsweise beim Traxxas. Beim Traxxas ist das Ganze schon von hinten verschraubt und ich muss auch dazu tatsächlich die Achse ausbauen. Deswegen bin ich gespannt, ob wir dann auch direkt in den Portals drin sind und ob wir dann auch schon das Ganze sehen, was wir sehen möchten. Da haben wir die erste Achse auch schon offen.
An der Stelle, es war jetzt kein großes Hexenwerk, wie ich auch schon erwähnt habe. Wir haben einmal den Alu-Radmitnehmer, der an der Stelle verschlossen wird hier mit dieser Pinschraube, mit dieser Pin-Madenschraube auf gut Deutsch. Das ist eine Madenschraube, die hat eben noch einen Durchgangspin, der auch mit der anderen Seite des Radmitnehmers verschließt. Wenn ihr das Ganze also ordentlich verschraubt habt, dann geht es quasi bis ganz durch. Dadurch entfällt der typische Splint, den ich normalerweise hier hinten auf den Radmitnehmer mit draufsetze. Das heißt, wenn ihr das miteinander verheiratet und verschraubt habt, dann sitzt die Hex auch wirklich bombenfest. Der äußere Deckel von der Portal, an der Stelle noch mit einem Kugellager versehen. Es ist auf jeden Fall mal Fett drin. Man hat es ein bisschen gesehen, glaube ich, gerade bei den Close-Ups. Es sind so kleine blaue Fettschlieren mit am Zahnrad dran. Aber Freunde, das komplette Gehäuse ist ansonsten so trocken wie der Deckel hier. Und ich denke, bei einem Crawler, wo wir doch das Ganze ein bisschen vor Feuchtigkeit etc. schützen wollen, selbst wenn wir ein geschlossenes System haben, wir wissen ganz genau, da wirken manchmal einfach Kräfte. Und ich denke, ich werde jetzt da auch hergehen und werde mein Bootsfett verwenden. Das heißt einfach ein marinetaugliches Fett, das eben Wasser davon abhält, durchzudringen. Und das wird mal reinmachen. Einfach nochmal die Zahnräder damit ein bisschen benetzen, dann auch nochmal die Portalkammer benetzen und dann haben wir ja im Großen und Ganzen schon einen guten Dienst geleistet. Die obere könnt ihr an der Stelle jetzt so nicht rausnehmen, bedeutet aber, wenn ihr die Achse beispielsweise nachher auseinandernehmen müsst, dann gehe ich stark davon aus, werden wir hier diesen Sicherungsring lösen müssen. Ich zeige euch den mal kurz aus der Nähe. Den seht ihr nämlich jetzt hier. Ein Sicherungsring, E-Sicherungsring, den drücken wir nachher runter und dann können wir wahrscheinlich das Zahnrad abnehmen und sind auch dann in der Lage, das Portal-Innengehäuse rauszuziehen, sodass wir dann die Achse draußen haben. So Freunde, jetzt haben wir das Differential offen und ich habe mich jetzt tatsächlich noch kurzerhand dafür entscheiden müssen, die Vorderachse auszubauen und ich kann es jetzt auch nicht sonderlich weit wegnehmen, weil die Kabel vom Servo da noch mit dem Chassisrahmen verheiratet sind. Aber solltet ihr Wartung an dem Fahrzeug machen wollen und ihr wollt ans Diff ran, insofern ihr das Diff jetzt nicht ausbauen wollt, dann reicht es tatsächlich einfach nur die Links und die Dämpfer zu lösen. Das sind an der Stelle ein paar Schrauben, die liegen hier und wenn die 5 Schrauben in der Summe mit Muttern versichert, die ihr mit einem 5,5 Gabelschlüssel oder mit einem 5,5 Boxschlüssel öffnen könnt. Wenn das Ganze passiert ist, dann könnt ihr die Achse eben so leicht schräg aushängen. Da habt ihr dann erstmal kein Problem. Jetzt schaut euch mal das Differential an von innen. Das heißt auch hier, einfach wenn jemand sich wundert, wie das ganze Differential, wie dieser Schaltmechanismus funktioniert. Wir haben hier drin einen Kippschalter, ja, der quasi über den Seilzug mit dem Servo verbunden ist. Ja, ich kann das jetzt mechanisch nicht komplett darstellen, weil es halt einfach noch miteinander verschraubt ist. Aber ihr seht ja hier oben den Übergang vom Seilzug zum Adapter. Und dieser Adapter, der legt sich hier drin auf die Rille von diesem Teil, vom Differential, von dem oberen Kranz vom Differential. Da legt sich der drüber. Und wenn ihr das Diff öffnet, dann geht der Adapter ein Stück nach hinten, rutscht weiter vor zum Kugellager und wenn ihr es verschließt, dann fährt er wieder Richtung Differential rein. Und das ist im Prinzip eigentlich ein ähnlicher Mechanismus, wie ich es auch vom TRX4 oder vom TRX6 kenne und auch gewohnt bin. Da drin sitzt dann wieder unser Differential und wir haben da dann auch wieder 1, 2, 3 Kugellager sitzen und sogar noch jeweils gummigedichtete Kugellager auf dem Schaltmechanismus sitzen. Also an der Stelle bekommt ihr, wie gesagt, keinen Schrott. Und wenn ich jetzt einfach so die ganze Qualität von dem Fahrzeug angucke, was die Differentiale anbelangt, dann kann man hier einfach mal nur festhalten, dass es einfach für die Crawler-Nutzung einfach dünn gefettet wurde. Ja, wir haben hier dieses blaue Fett. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen. Das sitzt da auf den Zahnrädern leicht drauf. Natürlich reicht es, wenn es um den Verschleiß der Zahnräder geht. Aber wie gesagt, wenn man einfach auch mal durch Pfützen fahren möchte oder ähnliches, dann bietet es sich an, einfach wirklich das Gehäuse links und rechts. Ich muss es ja nicht komplett
komplett plan bis zur Kante auffüllen, aber es bietet sich einfach wirklich an, ein bisschen ringsherum das Fett einzuarbeiten, weil im Prinzip nachher durch die Fahrbewegung arbeitet sich dann auf die Kanten vom Deckel und da wollen wir es nachher sitzen haben und da macht es dann uns keinen Stress und lässt halt dementsprechend auch kein Wasser rein. Ich habe natürlich ausgiebig getestet. Wir haben auch hier am Kunststoff teilweise leichten Abrieb zum Verzeichnen. Also da muss ich sagen, klar, das ist wie bei jedem anderen Chassis auch. Wir haben halt Kunststoffteile am Chassis mitverbaut, beispielsweise auch hier vorne, wenn ihr mal schaut, die Abschleppöse, die ist an der Stelle noch frisch von der einen Seite, aber nicht mehr ganz so frisch von der anderen. Da bin ich auch am Stein hängen geblieben, in Kombination mit der Kante hier vorne von der Stoßstange. Momentan für den dekorativen Aspekt kann ich nachher die Öse umdrehen und dann sehe ich das nicht mehr. Ja? Aber ich gehe stark davon aus, dass über kurz oder lang an diesem Schätzchen Metallösen landen werden. Weil ihr seht es dann auch hier. Hier hatte ich jetzt zwar keinen großen Crash, aber nichtsdestotrotz ein kleiner Rieb an dieser eloxierten Kunststofföse und dann ist einfach der Lack runter. Kein großes Ding in meinen Augen. Wie gesagt, aber es soll einfach mal gezeigt sein, wo dann vielleicht auch das Fahrzeug, das Chassis so im Gesamten auch ein paar Schwächen aufzeigt, ja. Was jetzt erstmal so nicht als Schwäche zu werten ist, sondern es ist einfach nur wirklich das günstigste Material gewählt, ja. Und das ist dann eben etwas, wo aus ästhetischen Gründen jeder für sich selber entscheiden kann, wie schnell und wie sehr und in was er das nachher tauschen möchte. Ansonsten, jetzt mal rein von wie die Fender zum Beispiel arbeiten. Die Fender machen einen sehr, sehr guten Job. Das heißt, die Plastik, die Lexan-Fender, die Absima da verbaut haben, sind nicht ganz so dick und so stark, sage ich jetzt mal, und so robust wahrscheinlich, wie die, die wir aus der Traxxas-Region beispielsweise kennen. Ich vergleiche es jetzt einfach mit Traxxas. Aber sie erfüllen ihren Job. Und sie sind an der Stelle ja erstmal nicht der Gewalt ausgesetzt, sondern das kommt dann in seltenen Fällen vielleicht mal vor. Aber unterm Strich war das Chassis nicht wirklich sehr schmutzig. Das heißt, auch bei dem, dass ich ja wirklich durch eine Pfütze gefahren bin und da einfach ein bisschen Feuchtigkeit und auch ein bisschen ein paar Steine und sowas hochgewirbelt habe, dahingehend war es wirklich okay. Ansonsten, wir haben dann einfach noch ein bisschen Gras aus den CVDs. Das habe ich jetzt alles schon vorweg ein bisschen rausgemacht, bevor wir mit dem Video halt gestartet sind. Und ich werde jetzt einmal etwas Fett ins Differential reinarbeiten. Dann werde ich ein bisschen den vorderen Bereich mal säubern. Ich habe hier einfach noch ein paar getrocknete Schmutzspuren. Die werde ich jetzt gleich mit einem Küchentuch und einfach einem Reiniger so ein bisschen sauber machen und frisch machen. Wie gesagt, dass der Daniel ein möglichst cleanes Fahrzeug zurückbekommt. So Freunde, und da ist die Vorderachse auch bereits fertig gewartet. Wie ihr es an den Close-Ups vielleicht schon sehen konntet, einfach ordentlich und großzügig Fett in das Portalgehäuse einarbeiten, damit sich einfach das Fett irgendwo zwischen die Rillen und die Kanten arbeiten kann beim Verschluss. Und wenn ihr dann das Ganze verschraubt, dann ist das für das erste erstmal dicht. Natürlich gibt es immer noch die ein oder andere Lücke oder Nische, wo das Wasser rein kann. Es wird aber trotzdem länger brauchen, bis euch das Wasser dort drin kaputt macht, wie als wenn das jetzt wirklich so dünn gefettet war, wie es einfach ready to run aus dem Karton hüpft. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal noch die Hinterachse fertig machen. Ich denke, die müssen wir an der Stelle nicht aufnehmen. Deswegen machen wir einen kleinen Zeitsprung und dann sehen wir uns doch gleich wieder. Thank you.
So, Freunde, wir haben fertig für heute. Der Absima Yucatan. Jetzt kommt ja noch das tatsächliche Feedback, über was ich ja mit euch eigentlich sprechen wollte. Meine Eindrücke zu dem Fahrzeug. Also, ich bin insgesamt mit dem Fahrzeug bestimmt an die 5 Akkus gefahren. Es war der Testfahrt-Akku, das war kein vollständiger Akku, aber es war fast ein halber Akku. Da war so ein bisschen, ja, so die ersten Berührungen, die waren ganz nett. Ich war dann draußen für den zweiten Akku und das war dann schon fast ein ganzer Akku. Da war ich dann mal einfach auf dem Feierabend alleine. Das Wetter hat noch gepasst, die Sonne hat geschienen und ich habe mir einfach eine Runde um den heimischen Baggersee gegönnt und bin einfach mal über das ein oder andere Hindernis drüber. Und ich muss wirklich sagen, aus der Kiste heraus performt er schon mal wirklich sehr gut. Dafür, dass er so schwer ist, braucht er aber dennoch etwas Beschwerung, sage ich mal, auf lange Frist hinsichtlich des Chassis. Vielleicht nochmal den Schwerpunkt etwas niedriger setzen. Ich kann auch empfehlen, obwohl die Dämpfer auch schon ganz gut mitarbeiten, wer da ein bisschen ein weicheres Fahrbild noch haben will, der arbeitet die Dämpfer auch einfach mal gleich nach. Die sind dann draußen in der Performance wahrscheinlich etwas ein bisschen steifer, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man natürlich jetzt oben noch ordentlich Scale-Zubehör draufpackt, dann kann das natürlich nachher auch wieder anders aussehen. Deswegen, da muss jeder einfach mal für sich selber rumexperimentieren. Wie eingangs schon erwähnt, die Karosserie als solches schützt das Auto schon mal sehr gut von Schmutz. Ihr habt es ja jetzt gesehen, ich habe jetzt im Zeitraffer auch die Reinigung komplett durchgezogen. An der Stelle einfach auch mit einem Reinigungsmittel und Küchenrolle. Habe dann da alle Oberflächen mal gereinigt, habe auch geschaut, dass ich die Schrauben, die schon ein bisschen angerostet sind, gleich noch mit PTFE-Spray behandelt habe. Und weil die ein oder andere Schraube, also wir haben auf jeden Fall keine Edelstahlschrauben, das können wir auch schon mal klären an der Stelle, die werden auf jeden Fall rosten, wenn ihr mit dem Fahrzeug wassert. Ja? Das heißt, wer da das Fahrzeug öfters ins Wasser schicken will, dem kann ich gleich nur mal empfehlen, auf Edelstahl V2A irgendwas umzusteigen, was nicht so schnell rostet. So. An der Stelle gibt es auch noch gleich ein kleines Manko hinsichtlich der Empfängerbox, das zeige ich euch jetzt aus der Nähe. Wenn ihr euch die Empfängerbox hier vorne, die Öffnung anschaut, die Öffnung ist aufgrund der Kabel sehr großzügig. Das heißt, wir haben die Lichtsetkabel, Servokabel, ESC und so weiter, Schaltung, Diffs, alles läuft durch diese Öffnung. Und die Öffnung selber hat keinerlei Dichtung mehr. Ja? Das Gehäuse an sich hält zwar gut dicht, aber hier vorne an der Öffnung habe ich nichts, was beispielsweise Wasser davon abhält, reinzulaufen. Und wenn das Wasser reinläuft, dann haben wir natürlich oftmals das Problem, dass der ESC aufgrund von Feuchtigkeit eventuell schlapp macht, nicht mehr mitmacht oder die Kontakte feucht sind und irgendwas nachher nicht mehr läuft. Ich kann nur empfehlen, das ist ja so ein bisschen ein kleines Gimmick, was ich auch in meinen anderen Crawlern bisher immer eingebaut habe. Ich kann euch empfehlen, packt den Empfänger zusätzlich in einen Luftballon. Der Empfänger als solches ist nämlich nicht wirklich sonderlich wasserdicht. Das Gehäuse hat Öffnungen, wo einfach das Wasser reinlaufen kann und dann legt es euch unter Umständen die Elektronik lahm. Ihr könnt natürlich auch versuchen, das vorne hier mit etwas anderem abzudichten. Da kann wirklich jeder erstmal kreativ werden, wie er will. Mir ging es darum, euch darauf hinzuweisen, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, auf den man achten sollte. Ja? Wenn man mit dem Fahrzeug wassert. Ansonsten, Chassisfreiheit durch Portalachsen. Mega cool. Ja, alles da, alles gegeben. Und auch die Scale-Details sind vorhanden, wie wir ja schon im Unboxing miteinander geklärt haben. Der Servo an der Stelle, der kommt von Haus aus mit 20 Kilo. Den kann ich euch hier nochmal zeigen. Das ist also in der 1:10er Welt ein sehr ordentliches Servo. In der 1:8er Welt, vergesst es, Leute. Ich sag für den Yucatan mal mindestens 25 Kilo, wenn nicht sogar 30 Kilo Servo, weil an dem einen oder anderen felsigen Hindernis, da tut es sich dann mit der Lenkung auch schwer. Und wenn ich das Fahrzeug noch zusätzlich beschwere, dann sollte ich sowieso schauen, dass ich mit der Lenkung einigermaßen aufsattel. Das heißt, mir da einfach ein Upgrade gönne Richtung 25, 30 Kilo. Was für einen man da nimmt, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Dann, wie auch schon eingangs erwähnt, habe ich vorne die Öse getauscht. Wir haben die hässliche Seite nach hinten und die schöne Seite wieder vorne. Das heißt, an der Stelle kann der Daniel noch ein paar Bilder machen, bevor er selber sein Auto durch den Schlamm zieht. Oder durch den Schnee oder wo auch immer der Daniel dann so rumfährt. So, wir haben also quasi einmal ringsum sauber gemacht und ich habe auch die Portalachsen gefettet, genauso wie die Diffs. Und wenn ihr mal so ein bisschen hinhört, also ich habe vorher einen kleinen Probelauf gemacht. Das Ding hört sich an wie eine Nacktschnecke auf der Flucht. Ja, es ist
einfach nur davon. Und wenn der Daniel sich jetzt nachher noch ums Getriebe kümmert, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das Getriebe wird mindestens genauso trocken sein wie die Portalachsen und die Diffs. Deswegen Leute, haut euch da in das Getriebe auch auf jeden Fall ausreichend Fett rein. Und dann kann ich euch sagen, dann gibt's wahrscheinlich kaum noch Fahrgeräusche, die euch irgendwie negativ auffallen. Einfach mal so, auch als kleiner Tipp am Rande. Was mir dann noch mittlerweile aus der Community mitgeteilt wurde, ist, dass wir hier über einen 775er Büchsenmotor reden, also doch schon die größte Baugröße, die wir jetzt mal so, beziehungsweise die ich mal so bisher auf dem Tisch hatte. Also kein 550er, sondern ein 775er Büchsenmotor, der auch mit diesem größeren ESC arbeitet. Und Freunde, ich kann euch sagen, der Quick One 880 Dual, der läuft sehr, sehr gut, macht sehr viel Spaß. Und ich persönlich, das bin nur ich würde auf kurz oder lang wahrscheinlich mit der Fernsteuerung umsteigen. Ich finde die Fernsteuerung für den Einstieg mit dem RC sehr gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Sie reagiert sehr gut proportional. Was mich dann aber wieder ein bisschen gestört hat, war einfach das Spiel auf dem Gas, das ich dann habe, bevor das Fahrzeug dann auch tatsächlich reagiert hat. Jetzt kann man da vielleicht natürlich noch mit Exponentialen und so weiter nacharbeiten, aber ich muss da schon sagen, ich habe ja auch vom selben Hersteller die CR4T von Apsima. Das ist jetzt zum Beispiel eine Fernsteuerung, mit der fahre ich sehr, sehr gerne. Die ist super feinfühlig, die macht Spaß. Oder ich hätte dann auch noch alternativ die CR6P, was auch eine super feinfühlige Funke ist. Die hätte jetzt auch einfach einen 6-Kanal-Empfänger nachher dabei, wo ich dann auch die dementsprechenden Sachen schalten kann, die ich schalten muss. Da hätte ich jetzt beispielsweise mit der CR4T Probleme hinsichtlich Diff-Lock und dann noch der Gangschaltung. Ich sag ja, man kann auf jeden Fall ready to run mit dem Fahrzeug sehr, sehr viel Spaß haben und man kann auf jeden Fall auf diesem Fahrzeug auch als Basis aufbauen, wenn man dann noch weitergehen möchte. Das mitgelieferte Alu-Servohorn, das würde ich euch auch empfehlen zu prüfen, weil ich habe jetzt bei der letzten Ausfahrt dann festgestellt, dass ich das gelockert hatte, weil die oberen, also weil die Madenschrauben, die unten und oben in diesem Servohorn drin sitzen, etwas falsch montiert wurden. Ich habe das Ganze jetzt nochmal aufgeschraubt, auf dem Servo ausgerichtet und dann mit Schraubensicherungskleber befestigt. Aber wie gesagt, der Daniel kriegt von mir den Hinweis direkt, dass er das Servohorn über kurz oder lang auf jeden Fall im Auge behält und wenn es dann Auffälligkeiten gibt, gleich mal austauscht. Prüft das Servohorn, das ist eine Kleinigkeit. Ich denke, das könnte sein, dass das beim einen oder anderen auch auftritt. Wie gesagt, bei mir ist es bei der dritten Ausfahrt schon geschehen und da stand ich ausgerechnet an diesem Tag draußen ohne Werkzeug. Ich musste zwar nicht weit gehen, ich habe das Problem schnell behoben, wir sind dann auch weitergefahren, aber unterm Strich war es natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man war vorsätzlich zum Fahren draußen und dann fällt einem vorne einfach mal das Servohorn runter. Gut, ansonsten, Fahrzeug gereinigt, ja, so geht das zurück an seinen Besitzer, zumindest mal in meiner Welt. Sollte man ein Fahrzeug, wenn man es dann schon gebrauchen dürfte, das darf man ja ganz klar erstmal noch erwähnt haben, einfach dann auch wieder schön reinigen und zurückgeben. Nach bestem Wissen, Gewissen und auch Möglichkeiten natürlich. Aber so ist der Zustand, wie ich ihn dann an Daniel gern zurückgeben würde, auch wenn ich den ein oder anderen Kratzer reingemacht habe, der jetzt auch drinnen bleibt. Als Erinnerung. Weil ich kann ja keinen Waxer RC TV Aufkleber jetzt drauf machen. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Aber die Kratzer bleiben für immer. Das hat Hook schon gesagt in dem Kinofilm Cars. Und wer ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. So, Freunde, Apsima Yucatan. Ein mega cooler 1:8er RC-Crawler. Ich werde mit Sicherheit im Laufe des Jahres 2022 mir auch mal so ein 1:8er zulegen, weil Freunde, ich habe dahingehend schon ein bisschen Blut geleckt. Ich habe ja schon Spaß mit meinem TRX6. Da wird jetzt auch wieder einiges mehr auf dem Kanal kommen. Das gibt jetzt so ein bisschen mein Winterprojekt zusammen mit den DF-Models. Da will ich noch eine Karo lackieren. Machen wir vielleicht auch noch in dem separaten Content. Mal gucken. Ich muss mal schauen, immer wenn ich kreativ werde, vergesse ich dann wieder zu filmen. Und ja, zurück zum 1:8er. Wie gesagt, eventuell auch den Yucatan. Ich habe jetzt, bevor ich das Fahrzeug so intensiv testen durfte, einfach für den Wrangler Jeep im Allgemeinen nicht so wirklich ein Auge gehabt. Also natürlich ist er mir aufgefallen und natürlich war er auch relativ cool, weil er einfach als Ikone in der Offroad-Szene sehr, sehr beliebt ist. Aber ich habe selber jetzt keine großen Sympathien dafür gehegt, aber auch keine Missachtung, sondern es war mir einfach nicht aufgefallen. Und je mehr ich jetzt das Fahrzeug gefahren bin und so angeguckt habe und auch draußen meine Fotos gemacht habe, ja, Freunde, was soll ich euch sagen? So mit der Zeit, man gewöhnt sich dann so ein bisschen an alles. Und jetzt muss ich mittlerweile doch voller Demut sagen, bin ich ein bisschen traurig, dass er mich schon so verlässt. Aber er muss natürlich zurück zu seinem Besitzer, keine Frage. Und ich an der Stelle, wie gesagt, werde vielleicht einfach mal nächstes Jahr einsteigen
Und dann kann ich mit dem lieben Daniel zusammen 1:8 Crawler Adventure drehen. Wer weiß, was dann alles noch passiert, wer sich dem ganzen Thema vielleicht noch anschließt. Weil Freunde, ich kann euch auch nur wieder dazu ermuntern, euch zum RC-Fahren einfach mit Leuten zusammenzutun. Natürlich unter Einhaltung der für euch geltenden Abstands- und Hygieneregeln, die wir alle jetzt aufgrund der kalten Jahreszeit wieder ein bisschen beachten sollten, weil natürlich auch andere Sachen unterwegs sind, wie einfach die ganz normale Grippewelle oder irgendwelche Erkältungswellen oder. Ich glaube, die Liste ist ewig lang. Ohne einen riesen Fass aufzumachen, passt auf euch auf, trefft euch zum RC-Fahren, habt Spaß mit euren Autos. Und wer an der Stelle den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit, unten auf Abonnieren zu drücken. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen bei Waxers RC TV. Freunde, wie gesagt, gesund bleiben und habt Spaß mit euren Autos.